Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch. Ich muss mal rüberschieben hier. So. Begrüße euch zum Hardware-Video von der OTC Soundbar. Also die Soundbar mit Subwoofer. Wir werden das jetzt nur im Bluetooth-Bereich jetzt erstmal testen mit Handy. Und dann gibt mir ein bisschen Zeit, dass ich das alles vernünftig testen kann. So, ich mache das mal so, dass ihr ein bisschen was seht. Gib mir ein bisschen Zeit, dass ich das testen kann und dann euch ein Fazit geben kann. Wir haben bei der auf jeden Fall einen längeren Stromkabel mit bei, beziehungsweise zwei längere Stromkabel. Wir brauchen ja einen für den Subwoofer. Ich werde mal auch den Subwoofer mal so machen, dass ich hier die Leuchte sehe. Die blinkt jetzt hier blau. Und jetzt machen wir mal den Strom hier an. So. Aber ganz knapp. Also das wird wirklich, wenn man das an der Wand montieren wird, wird das wirklich ziemlich knapp. Also da hätten sie noch ein bisschen tiefer machen müssen. Also das ist, obwohl das kommt ja noch ein Stück raus durch die Verlängerung. Ja doch, das klappt, doch, das klappt. So, jetzt haben wir hier einen roten Punkt und zwei blaue Striche. Ich mach mal so, in der Hoffnung, dass ihr da vielleicht ein bisschen was von sehen könnt. So. Genau. So. Wir werden das jetzt erstmal mit Bluetooth verbinden. Ich habe mein Handy hier schon. Und wir gucken mal, was jetzt hier angezeigt wird. Bis jetzt noch nichts. Ist doch nicht die gleiche Fernbedienung. Da muss ich mich verbessern, Leute. Wir haben hier Musik, Movie, News und Game Mode haben wir praktisch hier oben jetzt. Wo vorher die verschiedenen Quellen waren. Bluetooth und Mode. Anmachen müsste man schon, dann ist es doch geht. Hi. Hi Anlage, USB. Optik. ARC, HDMI, AUX. BT für Bluetooth. Also man kann es schön sehen. So ja ein bisschen sehr hell. Jetzt meckere ich schon wieder. Also nicht, dass ihr denkt, ich habe immer was zu meckern. Ich bin sonst eigentlich wirklich sehr friedlich. Koppeln. Connected. Okay. Ich mache mal sicherheitshalber etwas leiser. Und dann gehen wir mal wieder auf Spotify. Die ist leiser. Die andere war lauter. Ach, hier kann ich auch nochmal lauter machen. Also im Gegensatz zu der kleineren Variante, wenn ich hier laut und leise am Handy mache, geht die nicht gleich laut und leise, die Soundbar. Die muss man separat über Fernbedienung steuern. Die verschiedenen Modi. Thank you.
irgendwie finde ich sehr viel Musik besser. Oh, Bass ist voll hochgedreht. Also ich finde den Movie-Mode, selbst für Musik finde ich den besser. Ich muss noch was testen. Also ich, bis jetzt bin ich gerade sehr positiv überrascht. Das bumst ordentlich, hört sich auch vom Sound richtig schön an. So. Wo haben wir denn meine Videos? Meine Videos. Wir nehmen jetzt einfach, was nehmen wir denn? Ach, die sind ja noch nicht online. Und Audio Shoppen ist auch noch nicht online. Energy Pulver ist auch noch nicht online. Zum Hardware-Video von den Konferenzlautsprechern. Wir haben einmal die kleinere Variante, die ist aus Metall. Die größere Variante, die ist aus Plastik und hat hier auch noch einen beleuchteten Ring. Und ja, ich habe gedacht, wir machen einfach mal beide gleichzeitig, weil sie können ja das Gleiche, dass man die dann vielleicht mal zusammen sieht und dann könnt ihr euch entscheiden, welche denn für euch das Richtige wäre. Machen tun sie im Prinzip beide das Gleiche. Wir hatten die ja schon. Brauchen wir jetzt. Anleitung brauchen wir nicht. Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Rudin. So, jetzt aber richtig. Jetzt, zum ersten Mal habe ich mir geholt von Olaf Olas Bartclub Balsam. Bart und Haut. Habe ich mir das allererste Mal geholt. Die verkaufen, gar nicht mal so schlecht an. Das verkaufen sie auch sehr oft und die Leute schwören drauf. Ich hätte dann so ein Glastiegel. So. Also hört sich, also. Für mein Empfinden echt nicht schlecht an. Ist natürlich kein Vergleich zu einer großen Soundbar von einem bekannten Hersteller. Aber der Bass kommt gut rüber. Naja, ein bisschen. Also hier könnte noch ein bisschen. Also hier kommt er schön gut rüber. Hier kommt es dann manchmal so bei manchen Tonlagen ein bisschen blechern drüber. Aber. Es macht das, was es soll. Man kann es gut bedienen. Hört sich für mich eigentlich ganz annehmbar an. Ja, die kosten also für 150 Euro, ja. Gibt es andere, die genauso kosten und schlechter sind? Ja, also ich finde es ganz annehmbar, muss ich sagen. Ja. So. Jetzt gibt mir ein bisschen Zeit, dass ich die testen kann.
Ich werde die wahrscheinlich auch im Schlafzimmer dann anschließen, doch im Schlafzimmer anschließen, weil die mir super gefällt, vor allem mit den Modi und so. Und weil hier Standfüße drunter sind und bei der kleineren sind keine Standfüße drunter. Da gefällt mir die dann besser. Ich werd die im Schlafzimmer anschließen. Steckdosen habe ich genug, das ist kein Problem. Ja. Aber ich werde erstmal die andere anschließen und testen und dann die. Und dann mache ich ein Fazitvideo. Entweder von einzeln oder von beiden zusammen, ich weiß es noch nicht. Also entweder ein Video mit beiden zusammen oder zu jedem einzeln, das weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken, wie die Zeit ist. Ich bin jetzt erstmal weg. Ich muss mal noch aufbauen und dann gucken. Also die finde ich besser als die kleinere. Obwohl der Sound hier jetzt wirklich an manchen Stellen etwas blechend war. Ich muss den auch noch einstellen. Und mit dem Modi, die ändert sich auch nicht wirklich was. Ich finde den Film, ich schweife schon wieder ab, ich weiß. Ich finde den Filmmodi für Musik teilweise sogar besser als den Musikmodi, weil. Achso, die Tasten müssen wir noch gucken, ob die das machen, was sie sollen. Ja, haben auch einen schönen Druckpunkt. Connected. Das ist dann halt hier oben in der Ecke. Also hier unten passiert nichts. Hier auch nicht. Also das wäre dann halt mittig. Oder halt in der Ecke. Und da ist dann das drin. Kannst du da jetzt besser raus? Sehen wir doch. Da bin ich mal gespannt, wie das ist. Weil das habe ich so noch nicht probiert. So. Achso, dann können wir meine Frau noch hier rein. So. Connected. Okay, also gedrückt halten ist dann aus. Einmal drücken ist dann halt die verschiedenen Modi durchwechseln. Ja. Eigentlich hier wirklich mit Wandhalterung, Füßen. Optisch schön mit dem Klavierlack, obwohl ich hier sagen muss, mit dem Holz hättet mir, also mit dem, so wie die erste, hättet mir das hier besser gefallen, dann würde es ein bisschen stimmiger aussehen. Es macht das, was es soll. Teilweise manchmal etwas blechernd, also das kann aber auch am Video liegen haben. Das muss ich jetzt erstmal durchtesten. Und dann gibt es später ein Fazit. So, wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.